Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe vernommen, dass auf der Anklagebank in dieser Aktuellen Stunde Hubertus Heil sitzt und sein Ministerium und die SPD insgesamt. Und wessen ist sie angeklagt? Sie ist angeklagt, und da muss man jetzt genau zuhören, dem Versuch, die Verfassung dieses Landes und ein Verfassungsgerichtsurteil umzusetzen. Was für ein Vergehen. Wir sind schwer betroffen. Klagende ist dabei diese komische Partei. Ich habe die Namen derer, die vorhin gesprochen haben, auch schon wieder vergessen. Was ich nicht vergessen habe, dass ich mich in den Momenten beider Reden wieder einmal besonders stolz gefühlt habe, bei ihrer Hetzuade gegen die SPD Mitglied dieser Partei und Sozialdemokrat zu sein. Und was ich auch nicht verstanden habe, wenn die SPD so unbedeutend und unwichtig ist, warum erwähnen Sie sie geradezu manisch in Ihren Reden? Ich denke, die komische Partei hat ein SPD-Trauma, und das ehrt uns besonders in unserer Fraktion. Ansonsten ist der ganze Fall höchst verwunderlich. Es wurde schon einiges beschrieben. Es geht hier um ein ganz sachliches Verfahren, das plötzlich, obwohl wir noch nicht mal die Ressortabstimmung haben und auch gar keine Zahlen veröffentlicht sind, von manchen, die aber nicht politisch Handelnde sind, sondern eher krakelnde Skandalisierer, versucht wird, ein ganz sachliches, nüchternes Verfahren zu verhetzen. Es gibt eine Einkommens- und Verbrauchsstichprobe. Es gibt Gesetzgebung, wie Regelbeiträge angepasst werden müssen. Das Ministerium wird sich auf den Weg begeben, genau das umzusetzen. Und es wird das tun, weil es sich an die Verfassung dieses Landes hält. Wenn ein Ministerium so etwas macht, ist das kein Grund für Wut, sondern es ist ein Ministerium, das seine Arbeit erledigt. Etwas Schönes und Begrüßenswertes. Und ich sage das auch im vollen Bewusstsein, dass wir hier ganz souverän und gelassen sprechen können als Handelnde in der Migrationspolitik. In einer nun wirklich umfassenden Dynamik, bei der wir selber, das können wir auch ganz deutlich sagen, manchmal an die Schmerzgrenze dessen, was wir vertreten können, gehen, wird Asylpolitik in diesem Land verändert, werden Regellücken geschlossen, wird teilweise auch verschärft. Das heißt, uns braucht keiner vorzumachen, dass wir nicht handeln würden. Unabhängig davon aber geht es schlicht und einfach um die Frage der Menschenwürde und eines menschenwürdigen Existenzminimums. Und bevor Sie Aktuelle Stunden beantragen, lohnt es sich einfach mal, in das Urteil zu schauen. Und da steht eindeutig, unmissverständlich, dass migrationspolitisch die Menschenwürde nicht relativierbar ist. Nicht relativierbar. Menschenwürde hat die besondere Eigenschaft, auch nicht nationalisierbar zu sein, nicht bemessen zu werden nach Hautfarbe, sondern es heißt Menschenwürde, nicht Deutschenwürde, nicht Würde der Vertreter der komischen Partei, Menschenwürde. Des Weiteren steht in diesem Urteil, dass wir nicht die Möglichkeit haben, einfach so Fragen des Existenzminimums und der Menschenwürde davon abhängig zu machen, dass jemand seine Heimat verlässt und in einem anderen Land zeitweilig temporär lebt. Das ist irrelevant, weil Menschenwürde nun mal Menschenwürde ist. Und kommen wir an diesem Punkt zu den Argumenten. Ein Argument ist ja, dass wir Fehlanreize schaffen würden. Übrigens nicht nur von rechts außen, leider auch von anderen, die sich sonst maßvoller äußern. Zum einen ist die Theorie ziemlich abwegig. Ich halte es für relativ absurd, dass wegen eines sogenannten Taschengeldes, das im Übrigen gar kein Taschengeld ist, Menschen sich auf diese Reisen begeben. Es gab immer schon Bürgerkriegsflüchtlinge, vertriebene Migrantinnen weit vor den Regelungen des deutschen Asylbewerberleistungsgesetzes, und es wird sie auch später geben. Zum Zweiten gibt es eine Grenze der Argumentation des Anreizes, und auch das steht im benannten Urteil. Wir können nicht mit jedweder migrationspolitischen Argumentation unter das Existenzminimum, weil es eben die Menschenwürde gebietet. Zum Zweiten, ein weiteres Argument ist ja häufig, dass man denkt, wir müssten die Bedingungen, so scheint es mir, für hier lebende Geflüchtete so schlecht wie nur möglich machen. Alles rausquetschen, was geht, möglichst viel abschreckend wirken.
damit keine mehr kommen. Auch diese Kalkulation wird nach meiner Einschätzung nicht funktionieren. Und sie vergisst, dass die Menschen hier leben. Jetzt leben, künftig leben werden, weiter hier leben. Ist das wirklich unser Anspruch? Und das meine ich jetzt ganz ernst. Und das ist eine Frage des Menschenbildes und hat überhaupt nichts mit Details zu tun. Kann es unser Anspruch als dieses Land sein, stolz darauf zu sein, wenn wir möglichst die Bedingungen derjenigen, die ohnehin die Schwächsten sind, aufs Minimum zu reduzieren, damit diejenigen, die nicht ganz so schwach sind, sich relativ besser fühlen? Nein, das ist nicht die Antwort. Die Antwort ist darauf, eine Grundrente einzuführen. Die Antwort ist darauf, denjenigen, die arm sind, egal woher sie kommen, völlig egal, die Lebensbedingungen zu verbessern. Das ist der entscheidende Punkt. Alles andere ist zutiefst zynisch und Verweigerung von Politik. Und Kollege Lindt, tut mir leid, aber Sie müssen zum Schluss kommen. Zum Schluss noch eines. Ich bitte uns alle, hier auch die Gemäßigteren, dass wir absehen von solchen Formulierungen wie wir müssen Schutzsuchende verteidigen und nicht Taschengeldsuchende. Geflüchtete sind nämlich eines, was auch Leo Luca Orlando ganz deutlich gesagt hat. Sie sind am Anfang und Ende und immer genau wie wir Menschen. Und sie sind nicht darauf zu reduzieren, dass sie unter bestimmten Bedingungen geflüchtet wurden. Kollege Lindt, Sie müssen jetzt den Punkt setzen. Das Wort hat der Kollege Thomas Heilmann für die CDU-CSU-Fraktion.